Hallo Musti. Zum Abschluss der englischen Woche geht es jetzt an den Kaiserstuhl, zum Balinger SC. Balingen hat ja einen guten Lauf, 3 Siege. Jetzt haben sie ein Spiel verloren. Wie siehst du unseren Gegner? Ja, haben sich absolut gefangen in den letzten Wochen. Sind schwer reingekommen in die Saison, aber haben sich dann wirklich gut gefunden. Und daher erwarte ich schon ein brutal schweres Spiel, vor allem dann bei ihnen zu Hause jetzt nach der englischen Woche. Für uns natürlich ein Tag weniger Pause und diese Anfahrt ist das eine. Aber da ist jetzt einfach nochmal eine Energieleistung gefragt gegen eine sehr stabile Mannschaft, eine erfahrene Mannschaft in der Regionalliga. Und wir werden schon versuchen, da wirklich nochmal alles rauszuhauen, was wir haben, um diese englische Woche perfekt abzuschließen. Ja, ist eine große Chance für uns und daher freuen wir uns riesig einfach auf dieses Spiel. Auch wenn jetzt die Belastung groß ist, die ist für alle groß, ja, ein Tag hinher. Aber es wird eine Energieleistung gefragt sein und die wollen wir abrufen. Und wie schwer es in Balingen ist, da erinnern sich alle Kickers-Fans vor 5 Jahren. Da hat man damals in der Oberliga auch in Balingen gespielt, haben dann da verloren. Und auf der Zielgerade dann am Saisonende hat uns Balingen noch überholt und vom ersten Platz gestürzt. Ja, da war ich noch in meiner LZ tätig, damals war ich noch Jugendtrainer hier und habe das schon mitbekommen. Aber und seitdem sind sie auch in der, da sind sie aufgestiegen und seitdem sind sie in der Liga. Also das spricht auch für die Qualität, das spricht für die Arbeit dort. Und so viel Erfahrung haben sie uns jetzt eben voraus die letzten Jahre. Aber trotzdem, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben eine tolle Mannschaft, das sieht man in den Ergebnissen. Die Balinger haben auch sehr, sehr gute Spieler, ist auch eine gute Einheit. Und daher kann sich jeder auf ein sehr spannendes und packendes Spiel freuen. Wie sieht es bei uns personell aus für morgen? Ja, wir müssen schauen, wie wir das Spiel jetzt wegstecken. Ja, ist ja der zweite Tag nach dem Spiel. Wir konnten jetzt nicht viel machen. Wir müssen jetzt schauen, wie es dann für morgen wäre, wie frisch ist. Haben da ein paar Ideen, natürlich haben da ein paar Optionen. Und dann wollen wir wieder eine Elf aufs Feld schicken, die wirklich alles abrufen kann. Samstag 14 Uhr im Kaiserschulstadion. Vielen Dank, bis dann. Danke, Musti. Sinan Tekerce ist bei uns. Hallo Sinan. Hi. Am vergangenen Mittwoch hattest du deinen Startelf-Einsatz bei uns im Gazi-Stadion auf der Waldau. Wie war es denn für dich, das erste Mal von Anfang an dabei zu sein? Das erste Mal zu Hause, ja, das stimmt schon. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein kann. Das erste Mal zu Hause in der Startelf war super. Ich denke, es hat alles gut geklappt, Tor vorbereitet. Die Mannschaft war top drauf. Gerade in so einer englischen Woche, wo es dann auch anstrengend wird, dass wir dann so eine Leistung bringen unter der Woche, super. Und wenn man so guckt, das Zusammenspiel von dir und gerade Mao zum Beispiel links außen, das macht ja richtig viel Freude, da zuzuschauen. Ja, also Mao kenne ich ja schon länger. Wir haben ja früher schon zusammengespielt. Also ich denke, dass wir uns gut verstehen. Aber auch mit den anderen denke ich, dass das super klappt. Ich denke, im Spiel sieht man das auch, dass wir viele Ballstaffetten haben, dass es von hinten ganz schnell ganz nach vorne gehen kann und dass wir uns viele Torchancen erarbeiten und rausspielen. Und ja, es funktioniert mit allen gut. Und jetzt geht's nach Balingen zum nächsten Auswärtsspiel und da hast du ja auch schon deine Erfahrungen gemacht mit Elversberg. Ja, ich habe schon ein paar Mal in Balingen gespielt. Ist ein ekliger Platz, muss ich sagen. Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen. Aber wenn wir unser Spiel durchziehen, so wie wir es in den letzten Male gemacht haben, dann denke ich, dass wir gute Leistung bringen und hoffentlich auch gewinnen. Dann drücken wir euch morgen die Daumen, Dankeschön, dass es wieder klappt. Dankeschön. Danke, Sinan. Auf die Blaue.